Mein Gast Eva Borsche ist eine außergewöhnliche Ärztin. Seit fast 30 Jahren verbringt die Medizinerin aus Bad Kreuznach ihren Urlaub irgendwo auf der Welt, um mit ihrem Mann verletzten Kindern zu helfen. Und für diesen Einsatz wurde sie jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Eine Frau, die genau dahin geht, wo es weh tut. Eva Borsche war schon in vielen Kriegs- und Krisengebieten, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Chirurgen André Borsche. Die beiden operieren Kinder mit schweren Verbrennungen, Verletzungen oder Fehlbildungen. So, der nächste. Eva Borsche ist Allgemeinmedizinerin, hat ihre eigene Praxis in Bad Kreuznach. Ihr Schwerpunkt Homöopathie. Wenn sie und ihr Mann im Einsatz sind, arbeiten sie als Team und die erfahrene Ärztin geht dem Chirurgen zur Hand. Die Operationen sind oft extrem kompliziert. In besonders schweren Fällen holen Eva und André Borsche die kleinen Patienten ins Diakoniekrankenhaus nach Bad Kreuznach. Hier können sie zum Beispiel Kinder mit schweren Verbrennungen besser versorgen. Das Lachen und die Freude nach einer geglückten Operation ist der Dank für ihren unermüdlichen Einsatz. Wo ist er denn hin? Da kommt er wieder gleich. Eva Borsche, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ist das so? Das Lachen ist so der Lohn für all die Stunden, für all die Arbeit? Ja. Das Lachen und die Dankbarkeit und natürlich auch das Bewusstsein, dass man den Leuten eine Perspektive gibt, dass sie vielleicht einen Beruf ergreifen können. Oder bei Frauen eben zum Beispiel in Indien heiratsfähig werden. Das bedeutet eben auch lebenslange Versorgung. Also diese Veränderungen an der Körperoberfläche, die haben durchaus auch soziale und finanzielle Folgen für die Leute. Ist so was, wenn ich das richtig verstehe, wie eine zweite Geburt eigentlich ja, für die Kinder? Ja, kann man sagen. Ja, das kann man schon sagen. Die können dann zur Schule, zum Beispiel, wenn ein Kind nicht gehen kann, da gibt es ja keinen Schulbus, ne? Dann ist eben auch der Schulbesuch ausgeschlossen. Wenn es wieder laufen kann, kann es einen Hauptschulabschluss machen. Ja. Und dieses Engagement, das Sie seit Jahrzehnten leisten inzwischen mit Ihrem Mann, wurde jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Und dazu ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und wir sehen es ja auch bei Ihnen. Ja. Es hängt an Ihnen. Ja. Was bedeutet Ihnen dieser Orden? Ja, ich war über mich selber erstaunt. Ich war stolz. Also ich habe mich richtig gefreut, muss ich sagen. Und wenn wir machen das ja schon seit Anfang der 90er Jahre, früher in die dritte Welt gefahren sind, dann war ich auch voll einem ähnlichen Stolz, habe ich gesagt, wenn ihr zu uns kämt. Bei uns gibt es niemanden, der unverschuldet ohne Brille rumläuft oder mit Zahnlücken. Das ist leider nicht mehr so, aber so ähnlich war das jetzt auch. Ich fühle mich halt schon diesem Land sehr verbunden. Das hatte jetzt mit unserer Arbeit direkt nichts zu tun, aber ich habe mich dann doch gefreut, auf diese Weise so eine Verbindung hergestellt zu sehen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite prangt noch ein Orden. Ja. Das ist eine Art Bundesverdienstkreuz B. Was hat das damit auf sich? Das ist das bunte Verdienstkreuz. Das haben mir meine Freundinnen überreicht, nachdem dieses hier etwas nur verzögert überreicht wurde, weil ich für den Bundestag kandidiert habe für die ÖDP. Und dann wurde das ganz kurzfristig verschoben, 2 Tage vor der Überreichung. Und ich hatte schon das große Gartenfest organisiert. Und dann war ich etwas beschämt, weil ich ja eigentlich den Grund des Festes nicht bieten konnte. Und dann haben sie mir dieses hier dann überreicht. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das bunte Verdienst. Ja. Das ist auch sehr schön. So, und jetzt sind Sie logischerweise, wir können die ganze Geschichte von Ihnen, die Jahrzehnte ja nicht in 3 Minuten zusammenfassen, aber Sie sind in aller Welt unterwegs. Ja. Mich würde trotzdem interessieren, gibt es so eine Geschichte, ein Erlebnis, das Sie bis heute auch prägt? Ja, das sind natürlich ganz, ganz viele. Aber zum Beispiel schon ganz Anfang der 90er Jahre kam nach Deutschland eben, kamen Eltern mit einem 4-jährigen Mädchen, was eben die halbe Gesichtshälfte dunkel hatte, also braun. Ja. Wir haben das Mädchen im Film, glaube ich, gesehen. Das war dieser braune Fleck im Gesicht. Genau. Ein Leberfleck. Und, genau. Und dann wurde der nach und nach operiert. Das muss man in vielen Etappen machen. Und
das Mädchen ist jetzt schon Ende 20 fast und sie ist Rechtsanwältin geworden. Sie kann ihre Familie versorgen. Das ist ja, da gibt es ja kein Rentensystem, sondern die nächste Generation muss natürlich die alte Generation versorgen. Und wenn jemand da behindert ist, dann fällt er aus. Und das ist nicht der Fall. Alle sind sehr glücklich. Aber das ist das, was Sie auch gemeint haben. Ja. Wir schenken sozusagen ein neues Leben. Ja. Wie schön ist das, anderen Menschen so auf dem Weg auch helfen zu können? Ja, das ist natürlich, das ist großartig. Wobei man natürlich sagen muss, auch hier in Deutschland versucht man natürlich durch medizinische Hilfe Leute zu stabilisieren, ihnen eine neue Perspektive zu geben. Aber in der dritten Welt oder in den Entwicklungsländern, die sich natürlich auch verbessert haben im Laufe der Zeit, da ist natürlich der Bedarf viel krasser. Und die Krankheiten sind extremer und der Zugang zu den Heilungsmöglichkeiten ist für die armen Leute eben einfach nicht gegeben. Dafür sind Sie da, in Ihrem Urlaub, in der freien Zeit. Ja. Würden Sie sich auch irgendwann mal wünschen, mit Ihrem Mann, mit dem Sie ja gemeinsam unterwegs sind, mal gemeinsam irgendwie schön in Urlaub zu fahren? So wie alle anderen auch? Nein, ich glaube, das wär für mich langweilig. Ja. Nein, das macht riesengroße Freude. Man lernt so wunderbare Menschen kennen. Wir versuchen ja dort auch eben Kollegen vor Ort auszubilden, damit die sich selber helfen können. Und auf diese Weise kommen natürlich Menschen zusammen, die helfen wollen. Auch die Leute, die mitfahren, wir fahren ja fast immer nicht zu zweit, sondern eben in einer größeren Gruppe mit Anästhesisten und Pflegern. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft. Man lernt Kollegen allen Alters aus ganz Deutschland kennen, mit denen man ganz toll zusammenarbeitet. Das ist eine tolle Arbeit. Ja. Und Sie haben das Bundesverdienstkreuz mehr als verdient. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön.